Heute stelle ich euch mal drei Arten vor, wie man in der Schule die Flammenfärbung durchführen könnte. Die Flammenfärbung wird recht früh, so in den ersten 1 bis 2 Jahren des Chemieunterrichts, durchgeführt und gehört im Schulkontext zum Grundwissen über analytische Methoden, da das Experiment zum Nachweis von vor allem Alkali- und Erdalkali-Ionen dient. Der Klassiker. Dazu brauchen wir einen Gasbrenner, ein Feuerzeug, Magnesiastäbchen und eine Holzklemme. An Chemikalien habe ich mich für Lithiumchlorid entschieden. Zuerst muss unter die rauschende oder farblose Brennerflamme das aus Magnesiumoxid bestehende Magnesiastäbchen erhitzt werden. Wenn das Stäbchen glüht, kann es in die zu untersuchende Salzprobe gesteckt werden. Und dabei reicht es aus, wenn wirklich nur kleine Kristalle hängen bleiben. Rauschende Brennerflamme wieder an und tada! Es handelt sich beim Lithiumchlorid wirklich um ein lithium-ionenhaltiges Salz. Dabei finden in der rauschenden Brennerflamme Atomisierungsprozesse statt. Siehe erste Reaktionsgleichung. Anschließend, also in Bruchteilen einer Sekunde, werden die Elektronen angeregt. Diese fallen genauso schnell wieder auf ein klar definiertes Grundniveau zurück. Und im Fall von Lithium entspricht die Energiedifferenz zwischen dem angeregten und dem Grundzustand der Energie, die Licht mit einer Wellenlänge von 671 Nanometern hat. Zur zweiten, der Budget-Version. An Geräten brauchen wir ein Feuerzeug, einen Löffel, ein kleines Becherglas, eine Waage und ich nehme mir noch ein Reagenzglas mit Stopfen. An Chemikalien brauchen wir zu dem Lithiumchlorid noch Destwasser und Ethanol. In das Becherglas wird ca. 1 Gramm des Salzes abgewogen und anschließend fülle ich es, um die Lösung besser anzumischen, in ein Reagenzglas. Zusammen mit einem halben Milliliter Wasser und 6 Milliliter Ethanol. Das Ganze muss jetzt natürlich kräftig geschüttelt werden. Einen Teil lasse ich mir für die dritte Art und anzünden. Wow, was für ein Effekt! Licht aus? Dadurch ist der Effekt natürlich viel schöner, aber so als Schülerexperiment, eher mäßig gut geeignet. Heiße Glasware, brennende Salzlösung und Dunkelheit wären in meiner Klasse früher nicht lange gut gegangen. Deswegen Licht wieder an. Also man kann die Flammenfärbung auch ohne Gasbrenner durchführen. Aber auch hier Achtung mit dem Becherglas. Das wird auch noch 15 Minuten nach dem Experiment heiß bleiben. Und niemals Ethanol nachkippen, wenn man denkt, dass die Flamme aus wäre. Zu guter Letzt die Show-Off-Version, bei der wir wieder einen Brenner brauchen, ein Feuerzeug, eine Waage, einen Löffel und eine Sprühflasche. Natürlich werden jetzt wieder die gleichen Chemikalien wie gerade eben gebraucht. Der restliche Teil der angesetzten Lithiumchlorid-Ethanol-Lösung kann jetzt in die ausgespülte Sprühflasche gegeben werden. Brenne an. Jetzt muss die Lösung erstmal hochgepumpt werden. Und siehe da, schöner Effekt. Nur leider hat dieser Versuch auch einige Nachteile und der größte davon ist der Reinigungsaufwand, bei der man, wenn man das im Abzug macht, was man beispielsweise bei Bariumchlorid definitiv machen muss, viel Spaß den Abzug zu säubern. Zweitens, nach einiger Zeit bildet sich ein feiner Nebel, der die Flamme auch ohne Sprühen färbt und ihr saut euch damit euren Brenner ziemlich ein. Aber sieht das nicht cool aus, oder? Ach komm, nochmal, macht dir Spaß. Damit verabschiede ich mich. Tschüss.